In Berlin und Brandenburg geht es ab dem 20. April mit den Abiturprüfungen los. In Berlin starten zudem die 10. Klassen ab dem 27. April wieder mit der Schule. Ebenfalls ab dem 20. April gehen in Sachsen alle Abschlussklassen wieder zum Unterricht. Schleswig-Holstein startet mit den Abiturprüfungen am 21. April. Unterricht soll es aber erst ab dem 4. Mai geben. In Sachsen-Anhalt finden ab dem 23. April immerhin Stunden zur Prüfungsvorbereitung statt. Für alle Schüler, die in diesem Jahr einen Abschluss anstreben, geht es in Nordrhein-Westfalen am 23. April wieder los. In Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Niedersachsen startet die Schule am 27. April. Allerdings ausnahmslos für Abschlussklassen. An diesem Datum startet auch in Hessen teilweise wieder die Schule. Abschlussklassen, Zwölft- und Viertklässler kehren in den Unterricht zurück. Nur Abiturienten und Abschlussklassen an Berufsschulen dürfen in Rheinland-Pfalz ab dem 27. April wieder zur Schule gehen. Im Saarland wird der Unterricht schrittweise erst ab dem 4. Mai wieder aufgenommen. Und Bremen hat als einziges Bundesland bisher überhaupt noch keine Pläne zum Schulstart ausgearbeitet.